Hallo und herzlich willkommen hier schon mal vom Schneidetisch. Ihr seht die Karte, 60 Kilometer von Dienstlagen nach Düsseldorf-Gerresheim ging es. Ja, und hier seht ihr schon das Problem, ne? Am Düsseldorfer Hauptbahnhof passt mein Fahrrad nicht wirklich rein. Ja, die Damen hatten da mehr Glück. Die haben wohl kleinere Räder, Fahrräder, und das passte. Ich warte hier gerade auf den Zug in Richtung Dienstlaken. Ihr seht hier die Karte eingeblendet. Das sollte eigentlich die Strecke sein. Aber jetzt gleich erzähle ich was live von vor dem Bahnhof. So, hallo alle zusammen auf dem Fahrradkanal. Ich bin jetzt hier an meinem Zielbahnhof angekommen in Dienstlaken. Ich hoffe, ihr seht das so ein bisschen hinter mir. Hier müsste der Bahnhof sein. So, und hier hinter mir ist die Straßenbahnstation. So, da ist die Straßenbahnstation. Ja, es ist jetzt schon 14.30 Uhr, bisschen wieder spät geworden. Der Zug hatte sich witzigerweise heute verfahren. Tja, sowas soll es halt auch geben. Also, wir wollen jetzt von hier aus starten und ich sag mal bis gleich von unterwegs. So, ich bin jetzt vom Bahnhof losgestartet, muss mich hier so ein bisschen durch den Ort hier durchquälen. Und hier bin ich jetzt auch an dem Zentrum, Fußgängerzone hier von Dienstlaken. Da habe ich mir natürlich dann erstmal ein bisschen Verpflegung besorgt und Kaffee für die Thermoskanne zum Mitnehmen und belegtes Brötchen und Kuchen. So, und dann ging es weiter. Es sollte erstmal schnurstracks in Richtung Emscher gehen. Ja, leider muss man da hier sich ein bisschen statt auswärts vom Bahnhof aus durch die Innenstadt quälen. Ja, die Tour übrigens habe ich am 11.08.2023 gemacht. Das war ein Freitag. Schönes Wetter natürlich, schön warm auch. Ja, und wie gesagt, der Zug hatte sich witzigerweise verfahren. Das habe ich auch noch nicht gehört, dass es sowas gibt, aber tja, man lernt nie aus. Es gibt, man denkt immer, man kennt alles, aber nö, es gibt tatsächlich immer noch Dinge, die man, ja, noch nicht erlebt hat. So ist es halt. Ja, hier treffe ich dann auch endlich auf die Emscher. Also so ein bisschen südlich von Dienstlaken. Ihr seht, jetzt geht es hier berghoch zum Damm der Emscher. Und ja, ihr seht, jetzt bin ich hier oben. Ja, von wegen Emscher Renaturisierung. Also hier habe ich nichts davon gesehen. Im Mündungsgebiet, das haben wir auf einer späteren Tour mit meiner Frau zusammen auch nochmal in diesem Jahr, also 2023, gemacht. Da ist natürlich im Mündungsgebiet, wo die Emscher in den Rhein fließt, viel geschehen. Da hat man einiges gemacht. Und auch noch im nördlichen Ruhrgebiet hat man da auch noch was gemacht. Ihr seht, was immer ein bisschen blöd ist, es gibt immer leider viele Querstraßen. Tja, und hier hat man wohl auch eine Unterquerung einer Schnellstraße. Da hat man wohl dann so einen kleinen Anhang unten drunter gebaut, damit man da unten drum rumfahren konnte. Was natürlich auf jeden Fall nicht schlecht ist. Ja, aber hier schon wieder eine entsprechende Straßenquerung. Nicht so schön.
Naja, aber gut, was soll's, ne? Man will ja, wie heißt es immer so schön, meckern auf hohem Niveau, oder wie war das? Naja. Ja, wie gesagt, die Emscher ist also bei Weitem noch nicht... Ja, hier ist übrigens blöde Klärwerkumfahrung. Ja, genau. Also das fand ich jetzt auch ein bisschen doof. An die Verantwortlichen an dieser Stelle. Wäre natürlich schön, wenn man hier diese Klärwerksumfahrung irgendwann vielleicht ja doch mal einen Weg durch das Gelände beziehungsweise an der Emscher entlang, was unabhängig von der Kläranlage, das muss da irgendwie, ich weiß nicht, manches scheint irgendwie zu kompliziert zu sein. Ja, hier nehme ich dann auch eine blöde Straße, ne, mit aufgepinseltem Radweg. Naja, gut, sei es drum. Ja, hier bin ich dann nicht rechts auf dem schmalen Bürgersteig gefolgt und bin jetzt hier links auf die ehemalige Bahntrasse endlich gebogen. Also diese Hoag-Trasse. Ja, und endlich hat man dann mal wieder seine Ruhe und vor dem Autoverkehr und kann jetzt erstmal wieder einige Kilometer schön fahren. Wie ihr seht, das ist hier sehr schön. Auch ein bisschen mehr grün, rechts und links bewachsen. Ihr wisst ja, ich stehe ja darauf. Ach ja, da links war übrigens ein Fahrradzählwerk. Ja. Also wenn ihr da mal vorbeikommt, werdet ihr dann gezählt. Ja, hier ein Stück Schiene auch noch drin als Erinnerung mit Pflasterstein. Naja, also wer keinen guten gefederten Sattel hat oder ein gefedertes Fahrrad, der bedankt sich natürlich immer für solche Abschnitte. Ja, hier die Querung der Hoag bzw. der noch in Betrieb befindlichen Schienenabschnittes. Ja, hat man natürlich da so ein blöde Schranken, wo man dann wirklich nicht sehr gut durchfahren kann. Was natürlich klar ist, das ist natürlich gewollt, ist schon klar. Aber schön ist das nicht wirklich. Naja, gut. Ja, hier noch ein Relikt aus der Bergwerkzeit. Ja, und wo man dann eben mal so einen Förderturm sehen kann. Ja, hier geht es jetzt auf der Van Trotter Straße. Bin ich jetzt hier lang gefahren und biege dann wieder ab. Ja, da geht dann wohl die Hoag-Trasse da weiter. Ja, was immer so ein bisschen schade ist, wenn das da... Ja, man hätte den Weg da auch eigentlich schön weiterführen können. Das Gelände gibt das nämlich her. Aber naja. Ihr wisst schon, ne? Wir Radfahrer ja, haben ja leider nichts zu sagen. Ja, wie ihr seht hier, Grünbestand rechts und links auf der Hoag-Trasse ist schon einiges an Busch- und Baumwerk hier nachgewachsen. Ich habe im Text, wie gesagt, einige Informationen blende ich dann immer mal so als Textinfo ein. Wo das gerade ist, für die Einheimischen oder wie auch immer, wer es nachradeln möchte und wissen möchte, wo das gerade ist, der kann das dann auch mal in Google Maps eingeben. Ja, hier diesen Abschnitt hier fand ich sehr urig, das schlängelt sich hier mal so ein bisschen, das macht dann auch mal richtig Spaß, wenn es nicht immer gerade schnurstracks geradeaus geht. Ja, und hier geht es dann auch wieder über die Emscher. Und dann geht's links rum wieder ein Stückchen parallel der Emscher. Ja, warum bin ich die Emscher nicht weiter gefahren? Hätte ich auch machen können. Aber ehrlich gesagt gefiel mir da der Weg nicht. Und einiges ist da wohl auch noch im Bau. Zumindest sieht es so auf der Karte von
kommod aus und ja, ehrlich gesagt, mir reichen da schon diese blöden Umfahrungen da bei dem Klärwerk vorhin. Naja, also wie gesagt, ich hatte dann die Hoag-Trasse genommen, um... Man kann das, wie gesagt, machen, wie man möchte. Ja, hier ist natürlich auch alles ein bisschen blöd, weil hier auch schon länger diese Baustelle ist an der A42 hier unten drunter. Das nervt auch. Und wie gesagt, ich bin hier nicht zum ersten Mal auf diesem Streckenabschnitt und dann kommt man hier zum Rhein-Herne-Kanal. Genau. Ja, den fahre ich jetzt hier ein Stückchen entlang. Ein ziemlich, ja, längeres Stück, vielleicht ungefähr genauso lang wie die Hoag-Trasse, die ich gefahren bin. Ja, was ich noch sagen wollte, übrigens an dieser Stelle, wie gesagt, wenn nicht gerade die Windgeräusche so laut sind, ich habe die jetzt gerade vergessen umzustellen bzw. zu reduzieren in der Bearbeitungssoftware, aber okay. Ja, das ist auch immer so ein bisschen doof, wenn ich die Hand an die DJ Pocket stelle, an den Steuerknopf für die Kamera. Ja, hier kommt man dann auch entlang und man hat auch ein bisschen was zu sehen. Das finde ich dann auch ganz schön, ne, mit den Schiffen etc. pp. Das macht dann schon Spaß. Ja, das war dann hier die Schleuse Oberhausen. Ja, was ich vorhin angedeutet habe, wie gesagt, das ist jetzt hier so eine Nord-Süd-Passage. Mal nicht am Rhein entlang. Also man könnte ja auch von Dienstlaken aus zum Rhein runterfahren. Und fährt dann immer schön am Uferradweg vom Rhein entlang. Genau das wollte ich eben mal nicht. Weil im Sommer, wie gesagt, bei über 25, 30 Grad, finde ich das hier doch bedeutend schöner. Ne, man hat doch ein bisschen mehr Baumbestand am Rhein, gerade auf dem Abschnitt. Ich kenne die Abschnitte auch da von Dienstlaken. Eigentlich runter bis nach den Rhein, komplett runter bis nach Bonn und noch südlich davon. Von daher weiß ich, wie da der Baumbestand ist am Rhein. Und der ist nicht immer gerade super toll. Wie ihr seht, hier am Kanal ist es dann schon ein bisschen deutlich angenehmer. Hier gibt es dann auch mal wirklich Baumbestand und ja, und man hat hier Brücken und hier ist auch ein bisschen, ja, ein bisschen näher mit dem Schiffsverkehr. Man kann da doch ein bisschen, man ist, sag ich mal, dem ganzen Geschehen, was so Schifffahrt anbelangt, doch ein bisschen näher. Ja, am Rhein gibt es ja so keine Schleusen, wie gerade eben in Oberhausen. Ja, da kann man dann mal gucken, wenn gerade ein Schiff kommt. Also ich finde das hier durchaus viel interessanter, als da den Rhein entlang zu fahren. Und vor allen Dingen grüner und man hat dann halt auch mal Schatten, wie ihr seht. Na, hier sind rechts und links auch ganz gut Baumbestand. Ja, wie gesagt, ne, das war so meine Intention bei der Planung, eben eine grüne Nord-Süd-Passage zu finden, die mal nicht am Rhein entlang geht. So, jetzt muss ich aber hier vom Rhein-Herne-Kanal abbiegen. Jetzt geht es erstmal so ein bisschen Richtung, ja, das ist eigentlich so ein bisschen Bogen. Weil es dann bei Stürumer Ruhraue, weil ich irgendwie hier die Bahnstrecken queren muss. Und dann auch noch die A40 später. Aber ihr seht, das waren auch nur so kürzere Stücke, die auf Straßen entlang gingen und das ging. Ja, wie gesagt, hier ist dann auch so ein Biotop, Ruhrtalradweg, der hier entlang führt. Da kann man dann auch einen schönen Blick rein machen. Ja, was jetzt nicht so toll ist,
diese blöde Baustelle hier an dieser zweigleisigen Hauptstrecke, Bahnstrecke, nochmal so kann man da voraus gerade die unter der Brücke herfahren. Aber leider ist das gesperrt. Wie lange das noch ist, habe ich jetzt nicht aufs Schilder geguckt oder geachtet. Also ich sehe hier gerade rechts im Kontrollmonitor habe ich Komoot offen, wo ich sehen kann, wie ich die Tour gefahren bin. Also da ist immer noch ein Baustellenschild. Naja, gut. Sei es drum, ich bin, wie gesagt, dann improvisationsmäßig hier ein bisschen drum herum gefahren und bin dann tatsächlich hier noch in diesen schönen Park gelandet. Ruhrpark, so heißt das hier. Und hab dann hier mein Päuschen gemacht, ne, mit den Sachen da aus Dienstlakenzentrum. An dieser Stelle noch findet ihr dann auch noch ein Foto. Also wenn ihr die Tour nachradeln möchtet. Ja, hier war es dann leider ein bisschen doof, weil ich da wieder hoch wollte auf den Damm. Da, wo eigentlich ursprünglich die Strecke weiterging. Ja, und so Treppen sind natürlich überhaupt so gar nichts nach meinem Geschmack. Aber rechts und links waren hier so Trampelpfade, aber lustig ist das nicht, mit 30, 40 Kilo Fahrrad da hochzuschieben. Aber wie ihr seht, ne, wenn man dann hier oben auf dem Damm ist, auf dem Emscher Damm, hat man auch mal einen schönen Ausblick und das entschädigt dann. Ja gut, Damm rauf auf der einen Seite und wieder runter. Jetzt bin ich wieder hier unten auf der eigentlichen Strecke, auf dem Radweg neben der Emscher entlang, nee, der Ruhr. Genau, das ist ja hier die Ruhr schon. Und ein paar Seitenarme oder was auch immer, oder kanalisierte Ruhr. Ja, und ja, wollte ich noch sagen. Ja, apropos Fotos, Bilder, ne? Ihr findet den Link natürlich nach Komoot, wo die Tour drinne ist. Und in dem Komoot Link, wenn ihr den aufmacht, da findet ihr ja dann auch die GPS-Daten und natürlich eben auch noch Bilder. Ja gut, es werden natürlich jetzt nicht viele andere Bilder sein als die, die ihr hier jetzt seht, als Video, aber manchmal sind auch ein paar Fotos dabei für Leute, die jetzt nicht Lust haben, unbedingt jetzt sich das Video in Gänze anzuschauen. Ja, leider muss ich dann hier auch den Ruhr-Schifffahrtskanal irgendwie überqueren. Sonst komme ich nicht auf die Südseite von der Ruhr. Und da müssen wir auch die Schleuse Raffenberg. Schleuse Raffenberg von der Ruhrschifffahrtskanal queren. Ja, und dann lande ich auch hier schon wieder im nördlichen Bereich von nördlich eigentlich nicht. Das ist jetzt hier zwischen Duisburg und Mülheim ein größeres Waldgebiet mit dem Wackelsberg, so heißt der. 84 Meter soll der hoch sein. Naja. Okay, also da werde ich jetzt erstmal dann wieder durchfahren und habe dann mit dem ganzen Autoverkehr auch nicht viel am Hut. Genau. Und ja, da sind dann mal ein paar kurze Stellen, wo ich dann von dem einen Waldgebiet zu der Regattabahn rüber wechseln muss. Da muss ich dann die A3 auch überqueren und
Das ist dann hier, glaube ich, gerade. Ein bisschen besser aus hier. Genau. Hallo? Hier gerade voraus. Also hier drunter ist jetzt die A3. Genau, wie man hört. Und zur Linken ist eine eingleisige Bahnstrecke, eine Ost-West-Verbindung. Fragt mich jetzt nicht, was da alles fährt, keine Ahnung. Also fahre ich jetzt hier ein Stückchen parallel zu dieser Ost-West-Bahnverbindung und schlängel mich jetzt hier so ein bisschen durch das Gebiet, um dann, wie gesagt, zu der Regatta-Strecke zu gelangen. Ja, das ist jetzt hier wohl schon die Kruppstraße und ich habe das jetzt hier im Video rausgeschnitten. Biege jetzt hier ein auf die Regatta-Bahn. Und das ist tatsächlich auch ein Stückchen hier die Kruppstraße. Naja, ja, jetzt geht es also wie gesagt weiter Richtung Süden. Hab mich also wie gesagt da so ein bisschen durchgeschlängelt, hier so ein bisschen nordöstlich von der Regattabahn, von einem Waldgebiet in dieses Waldgebiet gleich, wo die Sechs-Seen-Platte ist, glaube ich, ist das, von Duisburg. Und ja, dann sehen wir halt mal weiter. Ja, genau, Sechs-Seen-Platte. Und dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Ja, ihr seht, das ist hier ganz prima gemacht. Na, mit dem Waldgebiet, schöne Radwege hier durch den Wald. Ja, an den Seen vorbei und weiter in Richtung Süden. Ja, leider sind hier die Radwege nicht alle wirklich unbedingt hier ausgewiesen, aber in diesem großen Waldgebiet, was sich hier so, hier steht Waldgebiet Grinzmark, also Grinzmark, das erstreckt sich hier so zwischen Duisburg, also dieser Sechs-Seen-Platte und Ratingen. Also eigentlich sogar bis fast zum Flughafen, also da, wo die Start- und Landebahn ist. Ja, das ist echt ein ziemlich großes, langes Waldgebiet. Leider sind nicht wirklich alle Wege in Komoot dementsprechend gekennzeichnet als Radwege. Aber man kann da wirklich fast alles per Rad fahren. Und naja, man muss dann halt schon, gut, es gibt die ein oder anderen Abschnitte, die da wirklich wie jetzt hier ein bisschen schmaler sind, deswegen klingel ich dann auch lieber mal. Aber ihr seht, das geht hier noch. Rechts daneben ist jetzt auch noch ein Reitweg, aber hier wird es dann stellenweise dann doch mal ein bisschen schmaler. Also ja, und ihr hört über mir natürlich auch dann die Flugzeuge starten und landen. Ja, was jetzt hier wirklich auch mir ein bisschen bei der Planung Kopfzerbrechen gemacht hat, wie gesagt, hier jetzt von diesem Waldgebiet nahe der Start- und Landebahn rüber zu finden, die möglichst wenig Auto, ja, hier jetzt noch eine Querung über die A52, um da eine Passage zu finden, die eben ja
so wenig wie möglich mit befahrenen Autostraßen ist. Und ihr seht, ich meine, das ist mir ganz gut teilweise gelungen. Geht hier so am Rande von Tiefenbroich vorbei. Man hört noch die startenden und landenden Flugzeuge. Wo das alles immer gerade so ist, seht ihr dann auch im eingeblendeten Text, weil den kann ich jetzt gerade nicht lesen, weil ich jetzt leider gerade hier sehr klein gezoomt habe. So, jetzt habe ich das umgestellt. Ja, hier, wie gesagt, müsste jetzt zur Linken der Grüne See sein und zu meiner Rechten der Silbersee. Also bin jetzt hier im Video schon an diesem schönen beiden Seen, die hier eine schöne große gemeinsame großes parkähnliches Gelände hier bilden. Ja, hier so ein bisschen kuriose Brückenbauten. Warum da jetzt noch so eine Zwischenetage war, keine Ahnung. Nun ja, ja, Düsseldorf Hubertushain. Ich glaube, da bin ich jetzt schon hier im Video, um dann ja, ihr seht es gerade eingeblendet. Genau, jetzt bin ich da hier an der U-Bahn-Haltestelle. Hubertushain. Ja, wie gesagt, ich habe mir sehr viel Mühe gemacht, gerade dieses Stück hier zu verbinden, also zwischen diesem östlich von der Stadt- und Landebahn endet dieses große Waldgebiet, um dann hier in das nächste, ja, kleinere Waldgebiet hier zu gelangen. Wie ihr seht, das ist auch sehr schön. Und da kann man dann auch wirklich ganz gut lang radeln. Ihr seht, hier ist auch, wird ganz gut genutzt. Ja, ich weiß nicht, es geht hier dann auch später ein ganzes Stück hier immer der Bahn entlang. Ja, hier musste ich dann auch mal einen Kinderspielplatz queren. Weiß gar nicht mehr warum und wieso. Naja, egal. Ja, es ging dann auch am Rather Waldstadion vorbei und noch so ein paar Sachen. Einige Strebergartensiedlungen. Ja, und immer mal auch größere Kreuzungen, die man queren musste. Ansonsten wirklich, wie ich finde, eine sehr gelungene Alternative. Also wer Zeit hat, das jetzt nicht unbedingt als Pendlerweg, obwohl teilweise Abschnitte kann man dann durchaus auch ganz gut als Pendlerradweg benutzen. Ob das jetzt eine schnellere oder kürzere Strecke, also ich meine, ihr könnt das euch ja auf der Karte ansehen. Also wenn man jetzt natürlich den Rhein lang fährt, auf dem Abschnitt hier zwischen ja, Wesel, also beziehungsweise hier Duisburg Nord, der schlängelt sich ja nun auch. Der hat ja einige Schleifen und ich glaube, der Dammweg vom Rhein, da kann man, glaube ich, auch nicht immer durchgehend fahren. Also so Duisburger Ecke ist das dann auch schon wieder ein bisschen schwierig. Bis Kaiserswerth geht das, glaube ich, noch alles ganz gut. Und dann noch ein Stückchen nördlich davon auch. Aber dann ab Ehingen, da ist natürlich ein großes Industriegebiet. Und dann kann man da auch nicht immer an dem Rheindamm entlang fahren. Also ich denke mal, von der Strecke her muss man dann überlegen, wo man da lang fährt, ob sich das dann lohnt, wo man schneller, und es kommt ja auch immer darauf an, wo man hin will. Gut, ich bin, wie gesagt, in Gerresheim
wollte ich mit dem Zug wieder zurückfahren. Und deshalb musste ich dahin. Ja, hier jetzt wieder mal so eine blöde Schranke, die kein Mensch braucht, ne? Aber gut, wenn man jetzt von hier oben runter radelt, könnte man ja in der Kurve auf Autos stoßen und dann rollt man da drauf und Unfallgefahr, oh, alles ganz schlimm und böse. Und ja, hier muss man jetzt auch ein bisschen zicki-zacki hin und her fahren, aber letztendlich treffe ich dann auch hier gleich auf die Düssel. Und dann wird es auch wieder ruhiger. Ja, es sind schon mal ein paar kurze Stücke dazwischen mit Straßen. Okay, ne, die sind dann auch ein bisschen frequentiert, aber jetzt nicht übermäßig. Gut, es war jetzt Freitag und naja. Na so, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt bin ich hier dann auch in diesem renaturisierten Gebiet hier von der Düssel. Werde gleich am Bahnhof Düsseldorf-Gerresheim ankommen. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Würde mich über ein Abo ganz besonders freuen. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und ja, wie gesagt, alle weiteren Informationen oder weitere Textinformationen findet ihr auch unter dem Video. Diverse Links. Ja, und jetzt bin ich gleich tatsächlich hier. Das ist jetzt nur noch ein kurzes Stück hier. Einmal links, einmal rechts. Und dann ist man hier am Bahnhof. Also, bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Winke, winke und tschüss, bis zum nächsten Mal.